warum eine Digitalisierung für dein Kosmetikstudio sinnvoll ist und wie du es umsetzen kannst, erfährst du hier in diesem Video oder lies einfach in der aktuellen Ausgabe der Beauty Forum meinen Beitrag in der Serie Pflege dein Business. Ich bin Christina Wenz, seit über 15 Jahren Kosmetikerin und selbstständig und möchte dir einfach mit meinen Tipps helfen, auch dein Business zu pflegen und nicht nur deine Kunden. Ein Tablet oder ein Laptop anzuschaffen ist noch keine Digitalisierung für dein Kosmetikstudio. Damit ist auch gemeint, dass du bestimmte Prozesse in deinem Studio digitalisierst, um deine Arbeit zu erleichtern und deinen Alltag einfacher zu gestalten. Genauso ist es wichtig, wir leben in einer digitalen Welt und es wird auch einfach viel mehr über Social Media und Internet laufen. Deswegen ist es auch wichtig, dass du dort zu finden bist. Hast du also ein Kosmetikstudio und keine Website, ist das eigentlich ein No-Go. Denn bist du im Internet nicht zu finden, dann wird es schwierig für dich sein, neue Kunden zu generieren. Denn dir geht es doch selber so. Du möchtest in ein Restaurant gehen, warst noch nie dort, dann googelst du es, schaust dir es an und liest dir die entsprechenden Beiträge und Rezensionen dazu durch und auch auf der Website, was zu sehen ist. Genauso sollte es bei dir sein. Wenn du die notwendigen Ressourcen hast, dann hol dir Hilfe und lass dir eine professionelle Website erstellen. Viele Grafikdesigner können dir auch tolle Canva-Vorlagen erstellen, damit du auch deinen Social-Media-Account in einer optisch ansprechenden Variante pflegen kannst. Aber wenn das Budget dafür noch nicht reicht, dann kannst du auch ganz tolle Baukasten-Websites nutzen, wo du das selbst verwenden kannst und auch da deine Kreativität freien Lauf lassen kannst. Ich habe auch damals mit einer Baukasten-Website angefangen und ich fand es auch immer wichtig, wirklich mein komplettes Angebot da zu hinterlegen und auch meine Preise waren immer gut sichtbar, denn niemand möchte die Katze im Sack kaufen. Präsentiere dich auch selber, nutze Fotos von dir, dass man dich gut erkennen und sehen kann. Social Media gehört inzwischen einfach fest dazu. Das heißt, du solltest auf jeden Fall in Social Media vertreten sein. Du musst nicht alle Kanäle nutzen. Nutze den Kanal, mit dem du auch am besten klarkommst, beziehungsweise auch den deine Zielgruppe, dein Kundenstamm nutzt. Ich bin sehr aktiv auf Instagram unterwegs mit unserer Studioseite und das spricht unsere Kunden richtig toll an. Und so kann ich auch die Kunden bequem toll über verschiedene Dinge auf dem Laufenden halten, neue Behandlungen, Angebote etc. Auch wenn mal ein Terminausfall ist, funktioniert das richtig gut. Du hast ein Handy oder eben auch ein Tablet-PC, dann nutze auf jeden Fall WhatsApp Business. Das ist eine ganz tolle Variante, wo du gut deine Kunden immer informiert halten kannst mit fertig vorgefertigten Antworten, wenn dir jemand schreibt. Also absolute Empfehlung, dieses Tool mal für sich zu nutzen und wirklich auch eine separate Geschäftsnummer zu haben. Das bringt dir mehr Ruhe in den Alltag. Weitere Prozesse, die du in deinem Studio digitalisieren kannst, um dir deinen Alltag zu erleichtern, ist definitiv eine Kundenkartei, ein Kassensystem und auch ein Kalender. Ich weiß, wenn du vielleicht ein Einzelkämpfer bist, dann ist manches nicht unbedingt in diesem Umfang nötig, aber es gibt inzwischen wirklich günstige Tools, die du für dich nutzen kannst, die webbasiert sind, wo du alle Daten auf einmal digital hast, wo du dich mit der Buchhaltung leichter tust, viel, viel schneller deinen Kunden findest und Behandlungsabläufe notieren kannst und auch nachschlagen. Ich musste damals in meiner Ausbildung immer Kundenkarteien raussuchen und wegsortieren. Das war ein fester Bestandteil am Morgen und am Abend im Studio. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr musste, dann einfach ins Suchfeld von meinem PC eintippe und meinen Kunden finde. Genauso wie für die Buchhaltung tue ich mich deutlich leichter, dass ich ein Kassensystem habe, was natürlich in vielen Bereichen sowieso schon Pflicht ist, aber es erleichtert es ungemein und gerade auch, wenn man Mitarbeiter hat. Es ist ein gutes Tool, einen sehr guten Überblick zu bewahren. Was uns enorm viel weitergebracht hat, war einfach die Online-Terminbuchung. Das war einfach ein riesiger Gamechanger und ich weiß, dass viele vielleicht da Respekt davor haben, aber nutze es wirklich für dich und dein Studio, denn es wird den Unterschied machen. Viele Neukunden kommen direkt auf unsere Website, schauen sich um, gehen dann auf die Online-Terminbuchung und buchen sich ihren Termin. Also 80% der Neukunden kommen inzwischen über dieses Tool zu uns. Genauso unsere Stammkunden verwalten ihre Termine dadurch selbst. Also die Telefonarbeit ist für uns deutlich geringer geworden und macht es viel, viel einfacher.
Es gibt noch viel mehr Prozesse, die du in deinem Studio digitalisieren kannst. Das sind jetzt so meine ersten Tipps, die sich eigentlich sehr leicht und schnell umsetzen lassen. Guck dir viele Abläufe bei dir einfach an und schau, wie du es vielleicht durch eine Digitalisierung vereinfachen kannst. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen mit diesen kleinen Tipps für den Alltag und freue mich, dass wir uns in der nächsten Serie wiedersehen. Ich bin Christina Wenz, Kosmetikerin, und meine Serie Pflege dein Business soll dafür sorgen, dass du nicht nur deine Kunden pflegst, sondern eben auch dein Business.